Das ist eine Sphinx-Statue, beziehungsweise eigentlich sind das 7. Der Grund dafür ist, dass ich Mario Odyssey kaputt gemacht habe, denn diese Mod zerstört das komplette Spiel. Beispielsweise muss ich gegen 3 Bowsers kämpfen, das Forstland hat keinen Boden mehr und teilweise wurden auch die Monde entfernt. Und unser Ziel ist es heute, das gesamte Game kaputt durchzuspielen. Das Hutland in Mario Odyssey ist wirklich komplett broke. Und das können wir schon mal so ein bisschen sehen, denn Mario steckt im Boden fest. Und sobald wir versuchen aufzustehen, normalerweise ist hier kein Berg. Und wir slippen direkt durch. Ich wollte gerade sagen, normalerweise sieht Mario Odyssey ja minimal anders aus. Und wirklich, man kann sagen, diese Mod ist irgendwie eine Art Randomizer. Denn hier ist wirklich alles komplett anders, wie man das auch schon direkt hier vorne sieht. Also, ich glaube, viel muss ich nicht erläutern, beziehungsweise erklären. Diese Mod ändert wirklich alles ab, was wir hier sehen. Und vor allem hier am Anfang habe ich das Gefühl, dass einfach die Texturen so ein bisschen verschoben wurden, oder? Moment mal, kann ich da im Wasser schwimmen oder ist das Fake? Was ist hier? Warum ist hier Water auf dem Boden? Ich habe irgendwie das Bedürfnis, da schwimmen zu gehen, aber es funktioniert leider nicht. Vor allem so ein bisschen habe ich von der Mod mal gespielt. 1 bis 2 Welten. Aber alles in einem wollte ich mir diese Mod mal ein bisschen genauer ansehen, weil die halt super funny aussieht. Und ich glaube, es wird eine sehr coole Challenge werden hier. Guck mal, alleine hier, weil normalerweise ist ja vorne hier so ein Schalter. Muss ich, glaube ich, nicht mehr großartig erklären. Und mit diesem Schalter können wir uns dann irgendwie diese Brücke herzaubern. Aber nutzen wir mal... Aha. Guck mal, da hinten ist der Schalter. Nutzen wir einfach mal diese wunderbaren Blöcke hier, die mitten auf dem Weg liegen. Und Gumbarinos, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Guck mal, das sind mindestens 7 Gumbas, kann man mal so sagen. Ciao. Das war mir eine Ehre, gegen euch zu fighten. So, Brücke. Let's go. Falls wir irgendwann mal die Brücke verwenden sollten, ist sie jetzt auf jeden Fall schon mal da. Und, hallo? Okay, warum? Warte mal, hä? Kann man... Die Tür kann man da oben tatsächlich öffnen. Musste man die auch wirklich so öffnen? Ich habe keine Ahnung. Aber es sah actually sehr, sehr funny aus. Und ich sehe auch schon im ersten Moment, es wurden ein paar Blöcke zusätzlich platziert. Denn es sind keine Frösche da, Bro. Aber ich muss sagen, da ich ja aktuell mit Schneile die Boden des Lava-Mods spiele, habe ich schon so ein bisschen Erfahrung in dem Gebiet. Hallo? Oh no. Okay, wir beeilen uns mal so ein bisschen. Denn nur mit so einer Stampfattacke kommt man hier easy hoch. Kein Problem. Und dann machen wir nochmal diese. Hier, let's freaking go. Wie gesagt, ich spiele ja aktuell mit Schneile Mario Odyssey, der Boden ist Lava. Und in der Modi habe ich super viel gelernt. Zumindest, wie man diesen Hutturm hier ohne Frosch spielen kann. Und es ist definitiv möglich. Da muss man halt nur so ein paar gute Jumps raushascheln. Vielleicht nochmal ein paar bessere Jumps und nicht solche Flop-Jumps, die ich gerade hier rausgehaschelt Aua habe. Nee, warte mal. Ich glaube, dann nutzen wir einfach mal den hier und bam. Guck mal, hier selbes Prozedere. Die Tür ist mitten in der Luft. Können wir da jetzt einfach durch? Man kann einfach durch, man muss die Tür nicht mal öffnen. Schön. Oh no! Random Minute, Moment. Der Save Point ist hier oben. Vielleicht müssen wir einfach mal einen gewagten oder... Wir müssen irgendeinen Wandsprung nutzen, denke ich mal. Yes, let's go! Okidoki, Artischoki. Ich denke mal, der Brutal Fight wird cool werden. Das geht. Und mal gucken. Hä, der Brutal Fight ist vollkommen normal. Alles andere sieht so cursed aus, aber der Brutal Fight ist normal. Okay. Naja, war jetzt schon tatsächlich sehr überraschend, aber umso gespannter bin ich, wie das Kaskadenland wohl in dieser Mod aussieht. Let's go. Oh no. Was ist das denn? Okay, das Kaskadenland sieht sehr fancy aus. Madame Rudel war gerade schon einfach am Schweben und ich glaube, wir bekommen hier schon mal einen wunderbaren ersten Eindruck. Digi, was soll das da oben sein? Okidoki, Dino! Ich wollte sagen, Okidoki, Artischoki, aber der Dino hat sich einen neuen Schlafplatz ausgesucht. Aber ich muss auch ehrlich sagen, es sieht ein bisschen unentspannt aus, aber man muss sich ja auch mal einen neuen Schlafplatz suchen, nicht wahr, Dino? Oh boy, das kann ja alles noch was werden. So, ich sehe es, der Boden fehlt hier. Und ich glaube tatsächlich, dass der Boden dort drüben... Ah nee, das ist die Kampffläche. Aber guck mal, wir sehen hier die 2D-Area mit dem Mond, den man einsammeln kann. Aber vermutlich ist der Fight stinknormal, oder, Madame Rudel? Madame Rudel? Madame... Wow, hello, Madame! Meint ihr, der Fight wird trotzdem dort hinten getriggert? Oder was genau passiert hier dann? Aber ich vermute schon fast, dass der Fight stinknormal sein wird, oder? Und der Fight ist mehr oder weniger stinknormal? What? Madame Rudel! Nein, ich bin... Oh!
Digga, was war das für eine asoziale Kacke? Bro, das ist einfach ein Mario Odyssey Trollhack. Also wir merken uns, wir fallen alle runter. Hier drauf kann man natürlich nicht stehen, na klar. Gut, was mich jetzt so ein bisschen wundert, normalerweise kann man den Fight ja oben nicht verlassen, sobald man einmal drin steht. Und wir haben ja auch gerade die Kampfmelodie. Und ich denke mal, die Holde Maid wartet irgendwo da drin auf uns, ne? Ja, da hinten chillt sie schon. Aber kann man jetzt einfach reinsteppen? Normalerweise, es funktioniert tatsächlich, aber raus können wir nicht, oder? Nee, raus können wir nicht. Hä, hey, wie genial ist das? Wir müssen für den Fight erstmal hier hinlaufen. Schön. Dann klatschen wir mal dann Rudel mal ganz kurz an die Wand. 12 Sekunden später. Okay. Kaskadenland haben wir damit erfolgreich abgeschlossen. War schon mal ziemlich interessant. Dementsprechend mal schauen, wie das Wüstenland so wird. Alter, wo landen wir? Hä, wo sind wir gelandet? Alles Eis ist in der Luft. Alles ist in der Luft? Oh, das sieht echt ungesund aus, Alter. Das sieht ziemlich ungesund aus. Hä, ist Mario nicht freaking klein? Bro, Mario ist freaking klein. Das wird ja Ewigkeiten dauern, bis wir vorankommen, oder? Ah ja, aber unsere Schuhe sind groß. Und unsere Nase. Zieh dich mal rein, wie unsere Nase am Wackeln ist. Aber wo ist die Odyssey? Ach so, die Odyssey steht da am Rand irgendwo. Wait a minute. Bro, die Odyssey ist da oben. Digga, was ist hier falsch gelaufen? Zum heiligen Bimbanius geht hier vor sich. Ey, ich bin tierisch gespannt, ob sich an den Monden auch irgendetwas verändert hat. Digga, es sieht so cursed aus, wie wir hier in der Luft hängen, ne? Es sieht viel zu cursed aus. Ach so, bruh, really? Oh Mann, hier ist kein Mond? Nein, die Monde. Die Monde wurden auch teilweise versteckt. Oh nee, Bro. Ja, geil. Das wird ja, glaube ich, sehr, sehr spannend werden hier im Wüstenland. Guck mal, normalerweise ist hier auch ein Mond, ne? Tja, der Mond ist nicht da. Der Mond ist Zigaretten kaufen gegangen. Nicht so gut. Digga, wenn selbst die Monde jetzt nicht mehr an den normalen Plätzen sind. Ja, okay, das ist wirklich eine verfluchte Mod. Ich sag's, wie es ist. Guck mal, im Normalfall ist hier ja irgendwas, ne? Ich kann den Kaktus nicht bewegen. Der Kaktus lässt sich nicht bewegen. Ist das Müll. Wow. Guck mal, die Nuss ist 2D. Wenn ich nach vorne laufe, ist oder zur Seite, ist die Nuss nur eine 2D-Nuss. Ich glaube, die Nuss ist wie Sefi damals in der 2D-Challenge gefangen, vermutlich. Und Zaccarino, hier ist auch kein Mond. Der Mond hier unten ist auch weg. Der wird wahrscheinlich einfach ganz weit oben sein, oder? Weil ich höre auf jeden Fall den Mond. Oh, yo, ja. Real, da ist er, ja. Da kommen wir zumindest ran und bam, der erste Mond im Wüstenland. Let's go. Okay, ah, kann es sein, dass in den Sub-Areas wahrscheinlich alles gleich ist? Oh mein Gott, das wäre schön, weil dann hat man zumindest in den Sub-Areas eine Art Sicherheit. Guck mal, normalerweise ist hier oben ein Mond, aber jetzt leuchtet da unten irgendwas. Oder ist das der Kaktusmond? Ist das ein Kaktusmond? Dünenspitze, nein. Der Mond von der Dünenspitze hier wurde einfach verschoben. Ja, ich sehe schon da hinten, seht ihr? Der Mond ist einfach voll random auf dem Boden. Der ist einfach mitten im Nix im Boden drin. Ja du, ich würd's feiern, wenn alle Monde so easy zu holen sind, ne? Ich würd's definitiv feiern. Ich sag's, wie es ist. Okay, ja, was soll ich sagen? Kein Mond. Warum ist da kein Mond? Ja, es ist einfach Hide and Seek mit den Monden und ich liebe alles an dem Prinzip. Weil es kann wirklich überall alles sein. Es wurde einfach alles verschoben. Es ist so ein schöner Gedanke. So ein schönes Gedankenexperiment. Monde kommen, Monde gehen, aber Apache bleibt gleich. Ich bleibe gleich. Auch der Mond hier. Ein Ticken höher, ne? Aber nur minimal höher. Let's go! Woo! Okay, let's go. Wir haben schon mal den Story-Mond und ich weiß nicht, ob ich mir noch andere Sachen hier reinziehen. Wo ist Mario? Ach so, Mario war gerade safe nicht in der Animation, weil er zu klein ist. Also, es wurden alle Monde eingesammelt. Wir müssen jetzt nur noch zu der Odyssey nach oben kommen. Ist definitiv ein sehr nicer Spot, um das Wüstenland zu erkunden. Weiter geht's. So, auf geht's ins in Seeland. Let's go. Okay, ja, Freunde. Mario, du hast sehr, sehr schöne Beine, aber dein Hintern ist ein bisschen flach, damit kann ich leben, meiner ist auch flach. Okay, ja, alles ist ziemlich groß irgendwie. Ist denn dementsprechend auch die Hitbox irgendwie? Die Hitbox existiert einfach gar nicht, okay. Wie sieht's mit dem Ding hier aus? Kann man hier drauf eigentlich... Aber dort hinten ist der erste Mond, den man sieht. Oh, warte mal, im Wasser wird Mario sogar normal, oder? Er war ganz kurz... Ja, ja, so ein Frame ist einmal normal. Naja, zumindest der erste Mond scheint mehr oder weniger normal zu sein. Der ist einfach sehr gestretched und riesig. Guck mal, der Mond ist auch noch an seinem richtigen Platz. Sodass wir hier in Seeland zumindest nicht großartig suchen müssen. Hallo? Nicht. Er ist... Was? Hä?
Ach so, weil Mario so komisch gestretched ist, habe ich den Mond nicht berührt. Brudels? Alter, den Brudels geht's gar nicht gut. Ich weiß nicht, ob die durch den Dampfwalze oder so durchgekommen sind oder warum sie so ein langes Gesicht ziehen wie ein Pferd. Hallo? Ey, ich habe gerade gar nichts gesehen. Wirklich gar nichts. Los, riesiger Mario, let's go! Wenn Mario so ein Kreis läuft, Digga, was soll ich dazu sagen? Es ist sehr stylisch. Mario, du hast definitiv den Style Award 2024 gewonnen. Das Forstland sieht sehr nackt aus. Ja, meine Theorie ist richtig. Wo sind die ganzen Bäume hin? Aber da, wo die Bäume normalerweise sind, kann man jetzt wirklich einfach drauf rumlaufen. Wie sagt man so schön? Anhand der Ringe kann man, ne, wie viele Ringe so ein Baum hat, so alt ist er, ne? Keine Ahnung, irgendwie gibt's da ja so eine Regel. So, wie alt ist dieser Baum? Alt. Hey, die Sphinx hat Geschwister bekommen. Zumindest diese Monde hier am Anfang werden wahrscheinlich Standard sein, beziehungsweise hoffe ich einfach mal, um dieses Land so schnell wie möglich durchzuspielen. Also der Hase hatte ja gerade einen Mond in sich und ich vergesse jedes Mal, wo der Stein mit dem Mond ist. Der Stein mit dem Mond ist Real Talk nicht da. Der Stein müsste ja irgendwo hier liegen, aber er ist weg. Wow. Naja, da wir ja genug Münzen haben, wird Zeit, einfach ganz simpel hier einen Mond zu kaufen. Das sollte ja, glaube ich, funktionieren, bitte. Okay, das finde ich extrem schade. Ich hätte es mega gefeiert, wenn die Artikel noch ausgetauscht worden wären oder die Preise anders sind. Wie beispielsweise, I don't know, 9.999 Münzen. Das wäre sehr funny gewesen. Gut, es gibt zwei Wege. Oben entlang oder wir nutzen mal diesen Sphinx-Haufen hier. Hi, Sphinx-Haufen. Wie rede ich mit der Sphinx? Das sind drei Punkte. Sphinxy, Sphinx? Weil hier vorne funktioniert es nicht. Aber die reale Sphinx ist die da. Genau die. Kann man überhaupt mit der reden? Beziehungsweise wo muss ich dafür stehen? Keine Chance. Es gibt irgendwie keine vernünftige Fläche, wo man drauf stehen kann, um dann A zu drücken. Ah, guck mal, die Nut. Die Nut hat sich auch ein bisschen nach unten verschoben. Ich finde es sogar ein bisschen schwieriger, da jetzt ranzukommen, weil das so ein ekelhafter Winkel ist. Moment. Wie bin ich da gerade gegengesprungen? Hau. Ah, genau so. Hä? Fire, Bro? Oh, ich checke. Das ist, guck mal, es gibt so einen Mario Odyssey Glitch mit einem Firebro, auf dem man so unendlich nach oben sliden kann. Warte mal, wenn man den irgendwie an eine Wand hinstellt, so vernünftig, dann kann ich mit dem unendlich in die Lüfte reisen. Oh, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es funktioniert. An so einer Wand beispielsweise? I don't know. Rild. Wo ist die Nuss hin? Hallo, Nussi. Ich laufe in Anführungszeichen die Standard-Speedrun-Route ab. So, ich habe ja ein, zwei Mal in der Vergangenheit bereits mal Mario Odyssey gespeedrunnt. Und ich finde es gerade einfach so schön zu sehen, dass die ganzen Monde einfach woanders sind. Die Frage ist natürlich, wie kommen wir dort oben am effektivsten hin? Wahrscheinlich mit diesem Dude Reno. Okay, die einzige Mission ist es jetzt nur noch irgendwie an diesen Mond ranzukommen. Okay. Yes! Oh, der war aber ziemlich weit oben in der Luft. In der Luft. Ja, die Röhre ist zu. Ist die Röhre irgendwie... Die Röhre wird irgendwo anders sein. Die Röhre wird irgendwo anders rumschimmeln. Okay, hier oben in der Luft schimmelt die Röhre rum. Dann gehen wir eben da rein, kein Problem. Der Pflanze geht's auch gar nicht gut. Hi, liebe Pflanze. Ciao, Pflanze. Bruh, really? No way, der Knopf ist weg. Der Knopf ist weg. Es gibt so einen Impossible Jump, womit man hier rüberkommt, aber Bro. Also muss man tatsächlich einen Impossible Jump nutzen, um rüberzukommen. Yes! Huhuhu! Alter. Junge, es ist einfach der Trick Jump Master 2000. Jetzt darf ich nur noch nicht mehr runterfallen. Das wäre sehr, sehr ärger... Ach, Bro, never. Okay, wo ist... Hä? Ach, hier am... Nein. Okay, wait a minute. Ich muss verrecken, ne? Um den Mond einzusammeln. Ansonsten habe ich keine Chance, ranzukommen. Ich muss leider verrecken. Oh, ist das ärgerlich. Das ist... Yes! Okay, wir sind rangekommen. Vielleicht schaffe ich es ja noch irgendwie, mich zu retten, so auf süß. Alter Vater, das sind Trickjumps, die man hier raushauen muss. Ich ahne Böses. Es ist Böses im Busch, der Boden ist noch nicht da. Oder sieht das nur so aus, als wenn der Boden nicht da, hallo, wäre? Der Boden ist da. Es ist nur durchsichtig, aber alles gut. Man kann auf jeden Fall hier rumlaufen. Junge, es sieht auch wieder so cursed aus. Ich liebe alles daran. So, let's go. Ich denke mal, im Forstland werden wir nichts Großartiges mehr entdecken. Okay, die Odyssey hat sich jetzt bewegt. Wir sind irgendwo in der Luft. Hallo. Also die Odyssey ist schon vorher abgehoben, gut zu wissen. Und es existiert einfach kein Boden. Es existiert wirklich kein Boden. Hä?
Bro, der Boden ist weg. Der Boden ist einfach weg, er existiert nicht mehr. Okay, bedeutet, wir müssen jetzt auf jeden Fall 2 Monde hier unten irgendwo sammeln. Inzwischen. Nein, 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 okay, nein, verdammt. Ich kann mich nicht in der Luft porten. Ja, Bro, es ist Bro. Ach, Digga, was soll ich machen? Ich falle jetzt jedes Mal da runter, aber ich komme nicht mehr zur Odyssey. Daher muss ich das Forstland skippen, beziehungsweise mit einem normalen Spielstand weiterspielen, sodass wir ins Wolkenland kommen können. Das Wolkenland ist mehr als kaputt. Wir müssen 3-mal gegen Bowser kämpfen, let's go! Können wir denn auch alle aufziehen? Nee, alle können wir nicht aufziehen. Muss man denn jetzt Real Talk gegen alle kämpfen? Also muss man jetzt Real Talk... 9-mal hier gegen kämpfen. Mein Gott, Hilfe. Okay, ein Bowser haben mir schon mal ein bisschen Damage gegeben. Junge, es ist so ein Massaker hier gerade. Es ist so ein Massaker. Nein! Nein! So, einmal erfolgreich springen und bam, we made it. Und ich hoffe, dass ich jetzt nicht alle 3 besiegen muss. Darüber wäre ich sehr dankbar. Oh nein, ich muss wirklich alle besiegen. No way. Okay, dann besiegen wir alle. Mann, nein! Oh, nö! Oh, nö! Oh, nö! Oh, nö! Okay, komm, 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 komm! Okay, ich habe noch ein Leben. Ich muss nur noch einen Bowserino besiegen. Naja, Peach wundert sich auch, warum hier so viele Bowser sind. Oh, no! Man musste nur den richtigen von den 3 Bowsern besiegen. Wow. Digga, woher soll man denn wissen, wer der Real ist da? Ach ja, das verlorene Land sieht auch wieder wunderbar aus. Ich liebe es. Wir teleportieren uns einfach mitten ins Nix. Wo starten wir? Wow, cooler Prank. Digga, dieses Game, ne, es kotzt mich so an. Dem Ringler geht's auch gar nicht gut, oder? In der Streckung gefangen. Was? Hä? Digga, du fällst einfach durch in der 2D-Area, no way! Bin ich gefangen? Sterbe ich irgendwann? Alter, ich bin mitten im Nix, ich bin im freien Fall. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Na 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 na. Aber ey, es sieht sehr schön aus mit dem Licht da hinten. Ich probiere mal zum Licht rüber zu kommen. Wir gehen gar nicht weiter runter. Wir schweben jetzt mitten im Nix. Meinte ich, sollte das Game neu starten? Ich hasse es, das Game neu zu starten. Aber mir bleibt wohl nichts anderes übrig. So, ebenfalls ein sehr gewagter Mond. Hä, aber wenn hier jetzt ein Mond drin ist, hier wird ja ein Mond drin sein. Der ist ja normalerweise ein bisschen mehr dort in der Mitte. So, auf dem Weg zum... was zum heiligen Bimbanius? Hä? Nein, oh nein, oh, knapp drüber. Again, let's go. Yes, bam. Auf einem Baum im Sumpf. Ja gut, hat sich ein bisschen verschoben. Das verlorene Land ist damit abgeschlossen. Die Odyssey ist diesmal an einem vernünftigeren Ort. Im Gegensatz zum Forstland gerade eben. Let's go. Woran hängt der Robo-Wriggler? Ich wollte gerade sagen, Leute, ihr seid viel größer als ich. Bitte helft mir doch. So helfen Sie mir. Pauline, bitte. Ich rede nicht mit ihr auf... Ey, ich kann mit dir reden. Cool. Okay, überraschenderweise ist hier gar nicht so viel anders. Die Schilder sind einfach nur mitten in der Luft. Und das Gebäude ist einfach weg. Es ist nicht da. Kann man hier rein? Nein! Ah! Okay, das Gebäude ist scheinbar nur nicht da. Also im Prinzip wie die ganzen Kampfflächen mit den Brudels bisher. Naja, dann laufen wir einfach mal ganz entspannt hier weiter, ne? Und ich kann jetzt einfach hier so drauf. Ich traue dem Hasen noch nicht so ganz, als wenn es Apo Red wäre. Aber ey, der Boden ist scheinbar wirklich da. Darauf bin ich jetzt gespannt, gegen den Robo-Wriggler der Lüfte. Hi! Oh nein, ich glaube, wir haben mehrere. Ich hatte gerade wieder 2 Animationen. Na, tolle Wurst. Das bedeutet, wir müssen gegen 2 Robo-Wriggler kämpfen. Die Panzer eliminiere ich schon mal, weil die Panzer einen auch irgendwann random abschießen. Okay, gegen einen Robo-Wriggler kämpfen wir schon mal hier. Okay, let's go, let's go, let's go. Oh, ich brauche ganz dringend Herzen. Oh mein Gott, ich brauche ganz dringend irgendwie eine Art Königsherz oder so. Bitte hau ab, du Dreckspanzer. Aber die spawnen immer wieder nach. Ist das normal? Oh, das ist auch wieder ein sehr, sehr unangenehmer Fight tatsächlich. Gute Arbeit, ja, nice. Wenigstens habe ich eingetroffen, ne? Geil. Nein, ich wurde überrollt. Oh. Oh, das wird ein sehr ärgerlicher Fight. So, gleichzeitig müssen wir auf den anderen aufpassen. Den darf man ja an der Stelle nicht unterschätzen. Und gleichzeitig dürfen wir auch die Panzer auch nicht vergessen. Na, tolle Wurst. Wir haben direkt 2 wahnsinnig gewordene Robo-Wriggler. Immer weiter mit dem Panzer. Okay, let's go, let's go, let's go. Wenn wir jetzt gut ausweichen, haben wir es wahrscheinlich gleich schon. Digga, der Fight ist wirklich hart.
Okay, ich hoffe, wir haben's. Ich hoffe, dass es der Hauptriegler gewesen ist. Ansonsten sind wir mit dem Fight noch nicht durch. Aber es sieht gut aus. Es war tatsächlich der Hauptriegler. Let's go. Guck mal, der andere ist sogar noch im Background. Puh, das ist schwierig. Das ist definitiv schwierig. Okay, es gibt keinen Zaun. Ja, wir können mit dem Auto überall hinfahren, ne? Okay, warte mal. Wir biegen mal rechts in die Straße ab. Und jetzt machen wir erstmal ein kleines Hide and Seek mit dem Auto. Wo ist das? Guck mal, das Auto ist da vorne. Und vor allem diese NPC da hinten steuert das Auto halt immer noch ein bisschen, sodass es halt nach vorne und hinten fährt. Geil. Irgendwas sieht da falsch aus. Ach so, warte mal. Guck mal, das Wasser ist jetzt da, der Pool ist auf der anderen Seite und es ist jetzt einfach eine leere Fläche hier. Kann man hier schwimmen? Nein, schade. Ich dachte wirklich, dass man eventuell hier in der Luft schwimmen könnte. Das wäre so cool. Was? Das Ding ist eine leere Fläche. Halt dein Maul. Okay, das bedeutet, dass ich auf den Mond da unten auf jeden Fall passend drauf fallen muss. Okay, mal gucken, ob wir das so hinbekommen. Nein! Ah, verdammte Kacke! Ah, Scheibenkleister. Yes! Oh, sehr, sehr starker Sprung. Vielleicht kann man ja irgendwie auf den Münzen landen. Oh, wow, wirklich? Auf der Fläche kann man landen? Geil. Habt ihr jemals so ein geiles Konzert gesehen? Junge, er ist so groovy unterwegs, dass er einfach auf dem Zaun schwebt. Okay, auf geht's zum Polarland. So, und aufs Polarland bin ich sehr gespannt. Ich kann mir vorstellen, dass gar nicht mal so viel anders ist, außer halt diese Eisblöcke, die so in der Luft schweben. Oder der Block hier, der ebenfalls in der Luft ist. Oder Captain Toad, der nicht da ist. Captain Toad? Ist Captain Toad hier in diesem Ding drin? Nein! Hä? Captain Toad ist einfach weg. Einmal Rest in Peace in die Kommentare für Captain Toad, der nicht an seinem gewohnten Ort war. Ja, nicht an seinem gewohnten Ort wie der Mond, der normalerweise da in der Ecke schimmeln würde, ich verstehe. Also muss man sich wahrscheinlich wieder irgendeinen Trickjump aus den Daumen ziehen. Nee, wait a minute, man kann die Schlottersportler als Sprungrampe nutzen, mehr oder weniger. Let's go, let's go. Ha, genau so. Geil. Guck mal, diese zwei Schlottersportler, die da vor dem dunklen Bildschirm stehen. So fühlt es sich an, wenn ich ein paar Tage nichts hochlade. Deswegen abonniert jetzt den Kanal. Denn 70%, die diese Videos gucken, haben den Kanal nicht abonniert. Was soll denn das? Super billige Abo-Werbung. Check. Dann checken wir mal diesen Room ab. Aber ich glaube tatsächlich, die Sub-Areas waren bisher alle normal gestaltet. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass die auch stinknormal sein werden. Und trotzdem sterbe ich. So, das Polarland war bisher relativ unspektakulär. Jetzt zum Schluss nochmal die Truhe, die einfach angehoben ist. Auf geht's ins Seeland. Nee, Na, ihr wisst schon, das Sommerland, Sommer, ui. Okay, das Küstenland sieht ein bisschen anders aus. Er ist auf jeden Fall ziemlich weit in der Luft. Also bisher ist das Küstenland super unspektakulär. Also hier passiert Real Talk nichts anderes. Klar, die Mitte ist so ein bisschen anders verteilt. Aber ansonsten, I don't know. Die ersten Königreiche haben auf jeden Fall mehr Abwechslung fürs Auge geboten. Also so viel ist nicht mehr im Küstenland passiert. Gehen wir direkt weiter ins Schlemmerland. Das sah da auf jeden Fall ein bisschen anders aus. Bro, was ist das in der Mitte? Es sieht spektakulär aus. Digga, hä? Ach so, ich lande direkt beim Vogel? Wow. Ich sag's, wie es ist. Die Mod hat auf jeden... Und ich sterbe auch direkt beim Vogel. What a wang. Diese Action habe ich mir gewünscht, Freunde. Endlich mal wieder was Neues. Den Brudelfight haben wir so gesehen geskippt. Ist normalerweise nicht möglich, aber... Dann snacken wir uns doch mal die ersten Monde hier im Schlemmerland ab. Geil. Alter, was ist das für ein Komplex? Oh, warte mal. Ich erkenne das, glaube ich. Man erkennt da eine Treppe, da eine Tür. Also quasi ein Eingang zu einer Sub-Area, die normalerweise hier irgendwo auf der Map zu sehen ist, wurde jetzt einfach mal hierhin verlagert. Oh, no, 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 ich checke. Das ist alles, was da fehlt. Wow, okay, I understand. Vor allem das Stück Fleisch ist einfach so seelenlos da vorne in der Luft am Schweben. Cool. Guck mal, dann snacken wir uns doch schon mal direkt den Checkpoint hier am Anfang und versuchen einfach mal hier durchzukommen. Kann ich hier drauf rumlaufen? Tatsächlich ja, es funktioniert. Guck mal, die Odyssey steht da drüben und der Brutal Fight müsste... Warum ist hier eine unsichtbare Wand? Hä? Oh man, ich wollte gerade die Monde in der Sub-Area abholen. Die existiert einfach nicht. Guck mal, das ganze Game wurde ja ein bisschen verschoben. Müsste die Sub-Area nicht irgendwo da mitten im Nix sein? Oh man. Okay, das Fleischstück ist da. Prinzipiell kann man da ja eigentlich hinkommen, oder? Let's go. Es funktioniert wirklich. Ich möchte einmal springen mit dem Stück Fleisch. Vogel? Warte mal. Okay, ah, okay, okay. Es wird trotzdem getriggert mitten im Nichts. Pff. Digga, der komplette Berg ist einfach weg.
einfach im Nirgendwo. Also der Mond ist da. Ich höre den Mond irgendwo. Er ist aber nicht an seinem gewohnten Ort hier oben. Ach, hier am Rand. Brr. Jetzt bloß drauffallen. Ja! Ich hatte gerade so Schiss, daneben zu fallen. Okay, ich wusste es. Ich habe irgendwo diesen Multimond gehört. Ich liebe es, wie die Odyssey jedes Mal an einem anderen Ort steht. Einfach nice. Brr. Achso, das Schwert ist hier oben. Naja, dann werden wir mal versuchen, ganz easy hier hochzugehen. Ich dachte, Real Talk im ersten Moment, okay, ich komme halt nicht hoch. Let's go! Und wir haben es freigeschaltet. Rüber geht's. Ich vermute mal, dass wir wahrscheinlich gegen zwei Drachen kämpfen werden, oder? Ja, und ich hatte recht. Hallo, Dragons! Ja, das wird funny werden, oder? Von welchen Drachen attackiere ich dann? Den linken oder rechten? Das sind fast wie siamesische Zwillinge, die beiden. So, legt euren süßen Kopf einmal hier hin. Ah, Bro. Ich habe Real Talk ein Leben gerade verloren. Okay, ein Drache ist down und ich hoffe mal, das war's, bitte. Ich finde es so schön, wie viele Flügel hier einfach sind. Und der linke Drache fordert immer noch einen Fight. Yes, das war der richtige. Puh, Schwein gehabt. Also alles in einem muss ich sagen, der Fight war machbar. Der Linke hält sein Maul, obwohl er nicht besiegt ist. Sollte ich abhauen? Ich hau besser ab. Ciao, Drache. Er wollte gerade noch mal zum Fight ausholen, aber nicht mit mir. Ja, schön. Mario, du siehst gut aus. Kann man nicht anders sagen. Diese Laufanimation ist wirklich einmalig. Alles in einem war Bowser's Land aber ziemlich normal, bis auf die Mario-Animation. So, Mondland, hey. Hey, Bowser, dein Schiff ist echt groß geworden. Weird Flex an der Stelle. Und Mario ist auch groß geworden. Drei Sphinxen und Captain Toad. Ich grüße euch. Dieses Loch ist unglaublich tief. Ey, du kommst halt nicht in das Loch rein, ne? Du kommst halt nicht in dieses Loch rein. Ah, ist das geil. Oh, Bowser sieht auch so ein bisschen gestretched aus. Vielleicht wird das so ein Stretch-Fight. Ja, Bowser sieht irgendwie überdimensional groß aus. Und ich hoffe einfach nur, dass wir nicht wieder gegen drei Bowsers kämpfen müssen. Nein, er ist einfach gestretched. Mehr ist es nicht. Geil. So, let's go. Ciao, Bowser. War mir eine Ehre. Der einzige Unterschied zum Ende ist jetzt wahrscheinlich, dass Bowser gestretched ist, ne? Das war's. Gut, Freunde. Das war das kaputte Mario Odyssey. Das war mal wieder eine sehr interessante Mario Odyssey Challenge. Und wenn du gar nicht mehr genug von diesen Challenges bekommen kannst, empfehle ich dir diese Challenge, denn dort verliere ich in jeder Sekunde eine Münze und sobald ich 0 Münzen habe, bin ich in Mario Odyssey tot. Wie weit ich es in dem Video geschafft habe, zieh's dir rein.